Für manche Ohren waren die Klänge, die am Samstag am Leo zu hören waren, sicherlich ungewöhnlich. Kein Wunder, denn hier vor Ort fand der erste Koreatag mit einem bunten und sportlichen Programm statt. Rund 200 deutsch-koreanische Mitstreiter und Mitstreiterinnen stellten ihre Kultur, Musik und Tanz vor. Besonders der Präsident des Verbandes, Chang Wong-ko, freute sich über die Gelegenheit, die Kultur seiner alten Heimat in Dorsten präsentieren zu können. Mittendrin auch Bürgermeister Tobias Stockhoff, der von einer 85-jährigen Koreanerin ein Kompliment über sich ergehen lassen musste. So ein junger und hübscher Bürgermeister hat Dorsten. Woanders wären alle Bürgermeister ja viel älter. Und den Dorstenern müsste es deshalb ja gut gehen, weil... noch Kraft hat, sicherlich hat er auch den Temperament, musste ich vorstellen. Und das Nächste, weil überall in Deutschland, Politiker sind meistens ein bisschen älter, aber Junge brauchen wir auch, damit wir auch neue und auch international ein bisschen temperamentvoll haben. Ne? Mit Blick auf das Alter der alten Dame konterte der Bürgermeister: Aber mit 85 ist man in Dorst noch nicht alt. Alt ist man erst mit 90. Dann kommt der Bürgermeister zum Gratulieren. Für Bürgermeister Tobias Stockhoff war der Koreatag ein unglaubliches Event. Alleine schon deshalb, dass so viele Interessierte an diesem Tag den Weg zum Leo gefunden haben. Wir wünschen dem koreanischen Volk, dass es auch diese schmerzhafte Teilung überwinden kann mit der Demokratie und im Frieden und in der Freiheit. Ja, der Koreatag hier in Dorsten ist ein unglaubliches Event. Ich habe vielleicht mit einigen hundert Menschen gerechnet, aber man sieht jetzt schon im Laufe der rund zwei Stunden, die ich jetzt hier bin, waren hier schon über 1000 Menschen hier, die wirklich begeistert sind von der koreanischen Kultur, egal ob es Sport ist, egal ob es Musik ist, egal ob es die Kochkunst ist oder natürlich auch die Schriftkunst ist. Es ist ein wirklich tolles Fest der Völkerverständigung, welches hier heute bei uns am Leo stattfindet. Und ich will ganz herzlich Dankeschön sagen an Horst Storb, der das Ganze hier hingebracht hat, und natürlich an Christian Joswig und an sein Team hier vom Leo. Denn ohne diese tolle ehrenamtliche Arbeit wäre dieser Koreatag hier nicht möglich. Und Korea und Deutschland, das koreanische und das deutsche Volk, das verbindet ja etwas ganz Besonderes, denn sowohl das deutsche Volk war über viele Jahrzehnte getrennt, das koreanische Volk ist es immer noch. Und deswegen können wir natürlich ganz besonders mit den Menschen aus Korea mitfühlen und auch mitleiden. Und insofern ist die Völkerverständigung zwischen unseren beiden Völkern, liegt uns ganz besonders am Herzen. Und deswegen freuen wir uns, dass heute der Koreatag in Dorsten stattfindet. Fingernägel sind geflogen und dann noch frei hängend, also ohne Widerstand. Frei hängend heißt, dass man die Technik 100% frei haltend, heißt, die Geschwindigkeit von dem Fuß muss sehr, sehr hoch sein. Ich bin gespannt. Schon mal im Vorfeld, schon mal Applaus. Organisiert wurde der Koreatag unter anderem auch von dem sehr sozial engagierten Hauptkommissar Horst Storb. Er führte mit anderen Sportlerinnen und Sportlern gemeinsam die asiatische Kampfkunst vor. So gab es Vorführungen in Taekwondo und Hapkido. Abgeschlossen. Dankeschön. Bereichert wurde das Fest durch eine ukrainische Tanzgruppe und unter anderem mit einem Flashmob. Da schauten aber auch die Koreaner nicht lange zu, sondern schlossen sich den temperamentvollen Klängen der ukrainischen Tänzerinnen und Tänzer an. Auf ihre Art, aber sportlich allemal. Es ist zusätzlich noch eine wunderschöne Brücke der Solidarität zur Ukraine geschlagen worden. Heute war eine ukrainische Tänzerin und Tänzergruppe hier. Und ich kann wirklich sagen, sie haben begeistert. Und es ist auch für sie gesammelt worden, für die Menschen in der Ukraine. Ein tolles Zeichen für Frieden und Freiheit. Und dafür steht auch dieser Koreatag in unserer Stadt.